So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Einladung zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst haben wir hier. Ja, hier haben wir nochmal das Kampfdojo. Da können wir vielleicht heute mal reinschauen. Ansonsten geht es, nachdem wir im letzten Part die Arena von Saffronia City, Sabrina, besiegt haben, den nächsten Orden, den sechsten Orden erlangt haben, geht es jetzt bald Richtung Seeschauminseln, Richtung Septa-Orden, Zinnoberinseln und dann langsam Richtung Top 4. Nähern wir uns dem Ziel der Reise schon langsam aber sicher. Ja, schauen wir erstmal hier rein. Das könnte auch ganz interessant sein. Jo, da haben wir ganz viele Karatekämpfer stehen. Alles klar, versuchen wir uns mal daran. Das Pokémon-Team ist geheilt. Ach ja, ja, das wird jetzt eigentlich nicht. Die können wir noch streicheln. Becky ist überglücklich, dass es bei dir sein darf. Sechseinhalb Stunden später. Die Steuerung ist ein bisschen schlecht. Kampfdojo. Alles klar. Ein Kampfdojo. Okay, beginnen wir mit dir oder wie sieht das aus? Laufen wir uns dort in die Mitte und stürzen uns in den Kampf gegen alle auf einmal? So sieht das zumindest aus. Als ob die uns alle auf einmal herausfordern. Ich bin der Trainer-Coach, der dem Kampf-Dojo zugeteilt wurde. Ja. Ich bin mit großem Kampf dann gesegnet. Möchtest du es mit mir aufnehmen? Nee, später vielleicht. Ich will mich erstmal um die anderen hier kümmern. Die Stärke eines Kampfsportlers liegt darin, zu erkennen, wann es seinen Meister gefunden hat. Aha. Okay, ganz vorsichtig, ganz langsam. Versuchen wir es mal. In der Mitte. Okay. Trainer Nummer 1. Ganz schön frech von dir, dich einfach so in unseren Kampfdojo einzuschleichen. Ja. Ah, okay. Einzeln bekämpfen wir so. Dann wäre ja ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Shigeru. Miyamoto ist es aber nicht, oder? Hat vielleicht ein bisschen Einfluss drauf gehabt. Shigeru. Rasaf. Okay, dann würde ich mal sagen, Schaufler. Schaufler auf Rasaf. Beginnen wir damit. Schaufler ist doch einmal eine sehr gute Attacke. Damit können wir das hinkriegen. Na komm. Jo, und schon erledigt. Den ersten Trainer, das erste Pokémon. Geschafft. So muss das sein. So muss das gemacht werden. Du gewinnst 8068 Pokémon-Dollar und gehst den Krieg aus dem Kampf gegen den ersten Trainer des Kampf-Dojos hervor. Herr Miyamoto. Oh, da kommt gleich der nächste von links. Verstehe, also immer so gleich überrumpelt von links und rechts, dass wir keine Zeit haben, uns zu heilen. Aber das ist auch nicht nötig nach einem Pokémon. Naja, los geht's. Meine Fäuste kennen keine Angst. Nichts ist ihnen zu hart. Ich übe mich täglich darin, Felsen mit bloßer Hand zu zerschmettern. Heia! Und geht es in den Kampf gegen Typ Nummer 2? Haben sie alle nur einen Pokémon? Tatsumama. Die haben alle so japanische Namen. Lustig, Tri. Kampf. Ja, das Gyorok, das werden wir wohl besiegt kriegen. Einmal Erdbeben. Versuchen wir es mal mit Erdbeben. Dass wir nicht immer dieselben Attacken einsetzen. Die kriegt das auch mit anderen Attacken hin. So. Und besiegt. Tja. Und wer ist hier der Fitteste? Du gewinnst 8068 und dann gehst die Kritik aus dem Kampf gegen Trainer Nummer 2 im Kampf Jojo hervor.
heißt drei Bogebälle. Oha! Da war eine Entwicklung von Schlock. Schlock entwickelt sich. Oha, wird ja langsamer Zeit. Totok! Nice. Und da haben wir das Totok. Totok im Team. Nice. Glückwunsch, dein Schlock wurde zu einem Totok. Neuer Pokédex-Eintrag. Für Totok wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Nachdem es einen Gegner anvisiert hat, greift es mit einem Wasserstrahl an, dessen Druck höher ist als eines Feuerwehrschlauchs. Das muss wehtun. So, dann würde ich gerne mal wen anders an die Spitze des Teams setzen. Das sind jetzt alles Kampf-Pokémon. Ja, ich kenne mich jetzt nicht mit den Typenvorteilen so gut aus. Aber... ja, der Pepe braucht doch noch ein bisschen Training. Können wir den doch mal bewegen. Kann der mal hier anfangen. Dann Glurak eigentlich auch, aber... Pepe hat jetzt... Nein, Totok hat noch das niedrigste Level. Ja gut. Kann man ihn auch noch dahin bewegen. Pepe kann trotzdem an erster Stelle bleiben. Ja... sind eigentlich doch einigermaßen gut trainiert, meine Team Pokémon. Level 38, also Level 36 das niedrigste und Level 45 das höchste. Ja, so sehr auseinander liegen sie dann doch nicht. Geht. Ist oberhalb der Schmerzgrenze, der Kotzgrenze. So, weitere zwei Trainer und dann haben wir dort hinten den Meister des Dojos. Du scheinst sehr gut zu sein. Zeig mir, was du kannst und halte dich bloß nicht zurück. Ja! Ich halte mich nie zurück. Ich kämpfe hier immer mit voller Power, mit voller Teampower. Wieder mal ein Pokémon. Tja, ein Wasser-Pokémon. Da kommt Pepe ja genau richtig. Als hätte ich das vorausgesehen. Habe ich nicht. Ich spiele das im Blind. Und warne im Dojo wirklich nicht vorher. Kann ich euch verraten, das müsst ihr mir glauben, das kann ich euch jetzt hier auch versprechen. Ich kenne mich hier wirklich nicht aus. So, Toru haben wir besiegt. Drei Pokémon. Und wahrscheinlich wieder die gleiche Anzahl an Geld. Da kommt der vierte. Ja, stopp! Zieht meine Schuhe aus! Die Schuhe. Schwarzkurz, Noboru fordert dich heraus. Eine Bande Japaner. Mashok. Okay, kriegt das Pepe auch hin. Pepe vs. Mashok. Ist eigentlich kein großer Typenvorteil, aber wir versuchen uns mal Rasierblatt. Versuch's. Ein paar KP wirst du doch wohl abziehen können. Na komm. Pepe, du hast ein hohes Level. 38 zu 31 bis 7 Level über Mashok. Das könnte klappen. Na komm, Kopflos. Jung, nicht schlecht. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. So mittel halt. Mittel eben. So, Kopflos. Dann machen wir es alle. Sehr gut. Da haben wir den vierten besiegt. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Top 4. Naja, die Top 4 ist dann schon ein bisschen härter als dieses Kampf-Dojo hier. Aber es sind auch 4 und ein Meister. Ich gebe auf. Du gewinnst 8068 Pokémon und dann gehst du direkt im Kampf gegen den vierten Trainer dieses Dojos hervor. Du hältst 3 Pokémon. Sensei, ich komme zu dir. Sensei, fordere dich heraus. Willkommen im Kampf-Dojo. Willkommen, sagt er jetzt erst. Ich bin der Karate-Meister und zuständig für die Ausbildung der Schüler. Halt! Wenn du nach einer Herausforderung für Körper und Geist suchst, bist du hier an der richtigen Stelle. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich unter keinen Umständen zurückhalte. Halt! Kampf gegen den Dojo-Leiter, den Sensei.
Karatemeister Junichi mit einem Pokémon. Okay, selbst der Meister Sensei hat nur ein Pokémon, ein Wasser-Pokémon. Und ich habe ein Biber. Na dann. Attacke, Rankenhieb. Na, das wird doch wohl nicht allzu schwer. Na gut, der ist Level 34. Ja, gut. Trotzdem noch 4 Level über ihm. Und im Typenvorteil. Aus Rasierblatt. Mach es alle. Tja, den Sensei besiegt. So sieht's aus. Oder was? Tja. Kann ich jetzt Mitglied werden oder was? Wie sieht's aus? Ah, ich wurde geschlagen. Du gewinnst 952 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Sensei des Dojos hervor. Ich bin dir eindeutig unterlegen. Doch ich flehe dich an, das Emblem unseres Kampfdojos nicht als Trophäe mitzunehmen. Stattdessen biete ich dir eines meiner wertvollen Kampf-Pokémon an. Ich möchte aber das Emblem des Kampfdojos mitnehmen. Das möchte ich unbedingt tun. Oh. Kampf-Pokémon. Darf ich mir jetzt eins aussuchen oder was? Kikli. Kikik. Und Nocturne. Nock. Bitte, du darfst auch völlig frei auswählen. Okay, dann wähle ich das Emblem des Dojos. Nicht? Darf ich nicht? Na gut, das ist eine Entscheidung. Ich kenne die gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Pokémon gar nicht, dieses Kampf-Pokémon. Eins davon ist in unserem Team bestimmt stark. Ja, ein Kampf-Pokémon, das fehlt uns noch im Team. Da muss ich jetzt einfach mal nach Aussehen urteilen, weil es ist einfach... Ich weiß einfach nicht. Es ist ein bisschen peinlich, ja, das ist auch... Ja. Mit Kampf-Pokémon kenne ich mich generell recht wenig aus und die kommen mir doch unbekannt vor. Ich würde eher sagen, der sieht stärker aus. Sieht er vielleicht nur aus, aber... Ich würde eher den hier nehmen, oder? Kick! Ja, du entscheidest dich für Kikli, das trittstarke Pokémon. Ach so, der ist trittstark und der andere ist boxstark. Also, der boxt mit seinen Fäusten zu, wie ihr seht. Da steht er ja schon boxsicher rum. Ach so, jetzt kann ich nochmal Nein sagen. Ich würde mal den hier nehmen. Das denke ich, ist die beste Entscheidung. Der sieht mir am stärksten aus und Trittkraft, das klingt nicht schlecht. Nämlich, er heißt Kikli von Karatemeister. Okay, neuer Pokédex-Eintrag. Für Kikli wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Tritt ein Kikli zu, wird die Unterseite seines Fuchses im Moment des Aufpreis hart wie ein Diamant. So zerschmettert es seine Gegner. Das klingt nicht schlecht. Du hast Kikli in einer Pokémon-Box gelagert. Können wir nicht mit ins Team nehmen? Tja, da muss ich aber gleich mal ins Pokémon-Center gehen und mal gucken, was das so kann. Müssen wir mal schauen, wenn das ein ordentliches Level hat und wenn das gute Attacken hat, können wir mal über einen Tausch reden, können wir mal ein Team-Pokémon wechseln. Das wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Achso, hier ist die Sylph Company. Hier ist das Pokémon-Center. Alles klar, haben wir das auch abgehakt. Haben wir das Kampf-Dojo auch uns angeschaut. Ja, Fitman kann man uns auch die Pokémon. Haben nicht zu sehr gekämpft. Waren keine allzu schweren Kämpfer. Aber ja. Sehr gut. So, wo sind die Boxen? Wo sind die hier? Achso, ich hab's ja hier. Ist mir momentan kurz entfallen. So, hier haben wir ja die Pokémon-Box. Okay, schauen wir mal. Da unten, Kikli Level 30. Naja, gut, der ist noch ein bisschen unter dem Level. Bericht. Originaltrainer Zwergfee. Achso, nicht der. Okay.
und wurde mir überwiesen. Besen hastig, getroffen 27.09. Tatsache. Herkunft Zafonia City mit Level 30 erhalten. Achtet auf Geräusche. So, Level 30 wissen wir. Wesen hastig. Details, die Attacken. Offenlegung, Durchbruch, Fassade, Sprungkick. Ja, aus dem könnten wir was machen. Das wäre das. Ja. Das sehe ich gut in meinem Team. Müssen wir noch ein bisschen trainieren, weil das ist noch unter dem Level. Schauen wir mal. Wer hat denn noch nichts? Pepe, unser Pflanzen-Pokémon. Totok hat sich gerade entwickelt und unser Wasser-Pokémon. Relaxo, Dicktrie. Glurak, Blacky. Glurak ist unser Feuer-Pokémon, Dicktrie, Erde. Ja, prinzipiell. Relaxo ist normal, soweit ich weiß. Prinzipiell, ja. Dicktrie vielleicht. Nicht sogar das Stärkste. Ja, Evoli vielleicht. Evoli tauschen auf keinen Fall. Ja, Relaxo am ehesten. Der ist, glaube ich, so von den Attacken her der Schwächste im Team. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Pepe, den brauchen wir, wenn es um Wasser-Pokémon geht. Totok brauchen wir unbedingt. Dicktrie, auf den kann ich eigentlich auch nicht verzichten. Glurak schwächelt noch ein bisschen rum, aber ein Glurak im Team und die Sphere-Pokémon, da kann man eigentlich auch nicht drauf verzichten. Blacky auch nicht. Unser Starter-Pokémon ist unser stärkstes Pokémon, unser Starter-Pokémon. Ja, bleibt eigentlich nur Relaxo. Dann tauschen wir mal. Kikli. Na denn. Was ich noch kurz ausprobieren wollte, hatten wir gerade schon eine Entwicklung. Ich hatte doch hier Stärkungstasche. Okay. Feuerstein können wir. Nicht möglich. Feuerstein können wir Blacky geben. Kann die sich jetzt zu Flamara entwickeln? Blacky sträubt sich dagegen. Ja, wir haben sie zu selten gestreichelt. Ja. Gut, dann halt nicht. Man muss die, glaube ich, öfters streicheln, damit die uns als Trainer anerkennt, dass die uns, dass der Freundschaftswert besser ist und dass die sich dann entwickeln lässt. Dass die dann am freiwilligen Stein schluckt. So schaut's aus. So, dann würde ich mal sagen, ab nach Fuxania City war das, glaube ich. Dort geht's dann weiter auf den Wasserweg, wo wir schon ein paar Mal lang geflogen sind, halt geschwommen sind. Weiter zu den Seeschauminseln. Na? Was ist denn los? Was ist denn los, Evoli? Du siehst nicht sehr zufrieden aus. Ja, das Streichen mit dem Controller ist jetzt nicht das Angenehmste. Kann ich nicht. Das ist, ja, das wackelt hier mehr, als es was tut. Oh, da guckt sie böse. Was denn? Evoli. Ah, da drehst du dich um. Sehr gut, jetzt kann ich dich streicheln. So. Hier mal ein bisschen was für unsere Freundschaft tun. Für den Freundschaftswert hier. Dass du vielleicht irgendwann dich mal entwickeln kannst. Vielleicht kannst du es auch gar nicht als der Starter, Evoli. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss das so sein. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen muss. Die hier. Na komm, nimm. Iss. Alles klar. Und dann fliegt jetzt mal mein Technik-Himmelsritz auf zu neuen Ufern. Fuxania City. Jo, da wollen wir hin. Flieg, mein Evo, flieg. Ups, da hinterm Gebäude hervor. Jawolski, Fuxania City. Lange haben wir uns ja nicht aufgehalten im Kampf-Dojo. Da können wir hier noch ein bisschen vorankommen. Auf dem Gewässer. Schwimm, mein Evoli. Flieg und schwimm. Ein Carpador. Naja, fangen wir uns nicht. Wir haben ja keinen Arceus, dem wir begegnen. Ja. Leute, die Feuergrün, Pokémon Feuergrün gesehen haben,
den Heck. Nur wissen, ein Götter-Pokémon besiegt man nur mit einem Carpador. So, wenn wir hier schon bei den Seeschaumeln sind. Seeschaumeln sind, ja. So sieht's aus. Die Trainer haben wir schon besiegt. Teilweise offline, offscreen, teilweise in den Parts, in Trainingsparts. Tränke sind super praktisch, oder? Ich finde, diese Items sind einfach der Renner. Die konnte mich doch heilen, oder? Nee, oder hat es nur einmal getan? Na, wie auch immer. Rein da jetzt. Die Seeschauminseln. Ein Schutzitem haben wir nicht. Oder? Na, ist ja auch nicht so wichtig. Die Pokémon sind ja jetzt. Den kann man ja ausweichen. Super Schutz. Wir setzen es trotzdem mal ein. Wenn wir es haben, können wir es nutzen. Dann begegnen wir nicht so vielen Nesting-Pokémon auf dem Weg. Oh, hat jemand Stärke dabei? Wuchtstoß. Ah, okay. Stimmt ja. Die geheimen Techniken. Blick hat Wuchtstoß eingesetzt. Es kann jetzt schwere Blöcke verschieben. Oh. Evoli, Schubs. Ach so, mal draufklicken. Wupsch. Oh. Das ist aber weit runter geschubst. Ist aber weit runter gefallen. Ich verstehe. So ein Rätsel ist das also. Das wird hier wieder mit dem Eis ganz unten sein. Da werden wir mit dem Eis ein paar Rätsel machen müssen. So. Schubs. Schubs weg. So in die Richtung nochmal. Wow. Ist eine nice Animation. Boah, die Energie, die Evoli da hat. Bats. Rein da. So, sehr gut. Dann wollen wir mal runter. Ah, okay. Hier kann man sie weiter schubsen. Und weiter runter. Da ging es noch weiter. Da gab es noch was zu schubsen oder nicht. Dann ging es auf jeden Fall runter. Da müssen wir die Dinger bis auf die letzte Ebene runter schubsen. So schaut es wahrscheinlich aus. Ah, da sehe ich den schon, den Kollegen. Den wir runterschubsen müssen. Ich komme zu dir. Schutz-Item. Nochmal einsetzen. Jo. Und runter damit. Evoli, Schubs. Sehr gut. Eine Etage tiefer. Mit den Steinen. So. Wir drehen immer weiter tiefer in die Höhle runter. Ah, da stehen sie, die beiden Kollegen. Okay, da wollte ich noch nicht hin. Da sind noch viel mehr. Dieser Felsen. Aber gut, wir versuchen es erstmal hier. Und wir müssen erstmal die Felsen weiter runterbringen. Ein TM haben wir bekommen. So, hier lang. Da sind wir runtergekommen. So, wie kommen wir zu den Blöcken? Hier ist Sackgasse. Ja, ich denke, die Rätsel sind hier nicht allzu schwer. Sagt er jetzt. Sagt er zwar jetzt. Und wart mal ab im nächsten Part, wenn es dann hier noch weitergeht. Ist leicht zu sagen, dass das so schwer ist, das doch gar nicht. Und dann verzweifeln wir an den Rätseln. So sieht's aus. Ich muss aber sagen, in der ersten Generation in Pokémon Gelb habe ich ja schon gespielt auf meinem Kanal. Habe ich schon gebracht. Das war jetzt von den Rätseln her nicht so anstrengend, nicht so kompliziert, muss ich sagen. Ich glaube, Pokémon zweite Generation ist da eher schon ist da schon eine Stufe höher.
Erstgeneration oder so. Ich kann mich da jetzt nicht an. In Pokémon Gelb kann ich mich jetzt nicht an Höhlenrätsel oder so ähnliches erinnern, die mich sonderlich aufgehalten hätten. Wo ich ewig dran verbracht hätte. Also so viel. Wir müssen das andere noch hinkriegen. Wie kommen wir dahin? Vielleicht hier mit der Leiter hoch. Ja, schauen wir mal, wie das hier wird. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Bin erst mal runtergesprungen, so geht's am leichtesten. Einfach hinterher. Ups. Oh. Ja, da wäre noch fast ertrunken, wenn unser Evoli nicht dabei gewesen wäre. Ja. Ins kalte Wasser gesprungen. Geh direkt mal rein. Du findest 3 Hyperbälle. Okay, haben wir jetzt die beiden schon richtig runtergebracht? Oder wie sieht's aus? Halskratz. Nein, das ist kein Übergang. Sieht ein bisschen so aus. Aber ist es nicht. Hier ein Item. Ein Eisstein. Aha. Haben wir davon nicht schneiden oder ist das so, oder war das ein Wasserstein? Super Lock Parfüm. Ja, das ist das Gegenteil von meinem Schutzitem. Da sage ich mal nein, danke. Ist das hier der Eingang? Route 20 Wasserweg. Oh, das sieht gut aus. Werden wir raus aus den Seeschauminseln. Seeschauminseln, haben wir es geschafft oder was? Das wollten wir ja. Aber was haben denn die ganzen anderen Stände zu bedeuten? Naja, erstmal der Kampf gegen die Trainerin. Machst du auch gerade Urlaub? Nein. Jetzt. Ich mache keinen Urlaub. Ich muss nach wie vor arbeiten gehen. Alles gleichen, ein paar Erfahrungspunkte und die Trainerin besiegt. Du nimmst 860 und so ist richtig. Sind nicht so viel Geld. Ist nicht so viel Geld. Nur besser mit einer Null weniger. Und gehst siegreich aus dem Kampf gegen die Trainerin hervor, die Urlauberin. Heißt 2 Superbänder. Hervorragend. Das Item muss es jetzt wert gewesen sein. Herzschuppe. Ja. Die kann man verkaufen. Die ist was wert. Dafür lohnt es sich, gekämpft zu haben. Und so, wieder aufs Wasser. Und weiter gesurft wird. So, Trainer umgehen. Ein Item schnappen wir uns. 3 Hyperbälle. Naja. So, weiter gesurft. Dann werden wir dann wahrscheinlich irgendwann wieder zurückkehren, hier nochmal zurück. Und die Trainer besiegen, die wir hier ausgelassen haben. Ich kenn's doch. Weil wir Training benötigen. Leveltraining. Aber gut. Ich umgehe es jetzt mal. Soweit ich kann. Ich will vorankommen. Mich treibt's voran. Will mich hier nicht an einzelnen kleinen Trainern aufhalten. Oh. Der Schutz-Item wirkt nicht mehr. Ja gut, geschenkt. Da sind wir an Land. Alles klar, Zinnoberinseln. Alles klar, hier sind wir angekommen. Guck mal, Arena der Zinnoberinseln. Arena der Tapyro. Hitzköpfige Quizmaster. Ah, Quiz. Ein Quiz-Insel-Dingens. Stimmt, da gab's ja was. Erstmal ab ins Pokémon-Center. Das Pokémon-Team heilen. Dann schauen wir mal im nächsten Part, ob wir da schon reinkommen in die Arena oder ob es da wieder kleine Anforderungen gibt, die wir noch nicht erfüllen können, wo wir wieder ein bisschen dran arbeiten müssen.
Schauen wir mal. Vielleicht können wir die Anforderungen hier sogar erfüllen. Jedenfalls mit ihr hier. Sitzt hier schon so alleine rum. Ich wollte die Arena der Zinnoberinsel besuchen, aber die Türen sind verschlossen. Es muss irgendwo einen Schlüssel geben. Vielleicht in dieser Villa, in der ein Freund des Arenaders gewohnt haben soll. Okay. Das gibt uns schon ein paar Hinweise. Die Tür wird wahrscheinlich fest verschlossen sein. Hast du eigentlich viele Freunde? Nein. Soviel ich weiß, wären mit Freunden getauschte Pokémon schneller stärker. Es kann sicher nicht schaden, das mal auszuprobieren. Ich habe keine Freunde, deshalb bin ich Let's Player. Oder andersrum, ich bin Let's Player, deshalb habe ich keine Freunde. Ja, wie man es nimmt, das ist... Ja, ich habe ja Freunde. Modi, Takeru, Nini, nein. Prof, das sind meine Freunde. Jetzt habe ich den nicht gelesen, aber was soll's. Das Key hat nichts Wichtiges zu sagen. Unterdrückung von Kindern. Nee, Spaß. Interessierst du dich für den Typ Unlicht? Naja. Gibt's Typen, für die ich mich mehr interessiere, aber auch nicht schlecht. Ein Mauzi vom Typ Unlicht. Okay. Mauzi, ach, Mauzi gegen ein Mauzi vom Typ Unlicht tauschen. Level 44 gegen Level... Wollen wir's machen? Mauzi Level 9 gegen Mauzi Unlicht Level 44. Zum Tausch anbieten. Na komm. Dieses Pokémon soll getauscht werden, bist du einverstanden? Hast du dich entschieden? Dann lass uns gleich zur Sache kommen. Höhö, der ist ja dumm. Der nimmt mein normales Mozi Level 9 und gibt mir ein Mozi Level 44 in Unlicht. Ha! Haha. Und das wird einigermaßen gut gelevelt. Das ist Level 44, das ist ein gutes. Echt nicht schlecht. Könnte man drüber nachdenken, das ins Team zu nehmen. Wir haben leider nur 6 Slots am Team. Aber gut. Mods vom Typ und nichts sind ziemlich niedlich. Habe ich nicht recht? Ja, gut. Ich überziehe gleich den Part, wie es ausschaut. Ja, will ich mir mal kurz angucken. Gerade haben wir den ins Team genommen. Mauzi, 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 Mauzi. Wo bist du, Mauzi? Mauzi Level 12. Ja, Mauzi Level 44. Das ist doch nicht, das ist eigentlich nicht schlecht. So, das wollte ich erstmal angucken, bevor ich es ins Team nehme. Ja, jetzt wird hier ein bisschen was am Team getan. Das kann man machen. Bericht. Wesen sagt, okay. Knuddler als Attacke. Reideschrei, Schlitzer, Rankenschmied. Okay, das hat noch nicht so die genialsten Attacken, aber Level 44, das ist nicht schlecht. Können wir uns mal im Gedanken behalten, können wir uns mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht kommt Mauzi dann demnächst auch nochmal mit dazu. Ich versuche es erstmal ein bisschen mit dem Kikli. Und wenn der sich bewährt, wenn der gute Sachen macht, dann, wenn er gut kämpft, wenn er gut zu gebrauchen ist, wenn er gut trainierbar ist, dann können wir den gerne dort im Team lassen. Wenn nicht, wartet ein Mozi drauf, ins Team genommen zu werden. Oh, jetzt haben wir hier ein knallbuntes, sehr hübsch aussehendes Gebäude. Da würde ich mal sagen, schauen wir noch nicht, was das ist. Schauen wir noch nicht rein, schauen wir noch nicht auf das Schild, dass uns die Beschreibung gibt, was es ist. Da schauen wir im nächsten Part drauf. Da mich nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Man sieht sich im nächsten Part vom Knall wieder. Habt einen angenehmen, fürstlichen Tag und haut rein. Ciao, ciao.